Wir brüten Babyküken. Ich habe hier extra dafür einen Inkubator gekauft, denn den müssen wir jetzt einfach nur befüllen. Dann unsere Babyküken hier einzeln wieder reinsetzen. Okay, ich habe die Anleitung nur so halb verstanden, weil sie auf Chinesisch war. Und hier muss man jetzt anscheinend einfach nur das Kabel reinstecken und dann in die Steckdose. Okay, so, das machen wir jetzt da rein. Ich weiß übrigens nicht, wie lange die brauchen, bis sie dann schlüpfen, aber es wird auf jeden Fall klappen. So, jetzt nehmen wir das hier erstmal und stecken das hier in die Steckdose und gucken mal, ob das vielleicht sogar schon ein Geräusch macht. Okay, hallo? Wow! Mein Gott, das funktioniert einfach. So, jetzt muss man hier erstmal die Temperatur einstellen von dem hier da oben. Das muss 37,5 Grad sein. So, hier sind jetzt gerade 38 Grad. Wir machen jetzt hier so 5 Grad runter. Perfekt. Das hier ist Wasser und da braucht man 50. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal hier Wasser reinfüllen. Dafür füllen wir das hier jetzt auf. So, das Wasser muss jetzt hier rein. Jetzt setzen wir hier unsere Babys rein. Schreib mir übrigens mal in die Kommis, wie wir sie nennen sollen. Das hier ist übrigens das Kleinste. Das lege ich direkt hier an den Rand. Ich habe die jetzt alle zusammengelegt, damit die sich auch nicht alleine fühlen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie sie schlüpfen, drückt aufs Plus und für Updates folgt mir auf Insta.